Okay, vergiss es. Die rettest du nicht mehr. Dann gehen wir jetzt mal da unten hin. So. Müsste eigentlich auch bald der dritte JJ angerannt kommen. Ich wette, der ist schon irgendwo. Oder ist gerade am Spawnen. Wir haben 80.000 Punkte. Es geht schon so leicht auf die 100.000 zu. Ja, so ganz leicht. Nein. Das wirst du. Oh. Eieiei. Nicht tun. Da hinten ist noch Zeit. Ich habe gerade keine Gegner. Die spawnen die da hinten. Ihr spawnt auch, wo ihr wollt. Kann das sein? Da ist einer. Das Huhn lebt ja auch noch. Ja, Kumpel, ich würde beim nächsten Mal die Dynamitstange erst anzünden. Es ist nicht so klug, zu Orbit Wesker zu gehen und dann erst die Dynamitstange anzuzünden. Ja, normalerweise, man kann ja auch mit dem Wesker Dash hinrennen, aber nachdem ich ja auch mit dem Wesker Dash hingerannt bin und dann übel da reingerannt bin, mache ich das nicht mehr. Keine so tolle Idee. Bom. Okay, dann ist der letzte JJ und er will genau auf mich... Scheiße, da komme ich nicht vorbei. Genau auf mich schießen. Ah. Piss! Oh, du Mistvieh! Oh. Bams! Bams! Oh man, halt mich doch nicht fest. Genau in dem Moment. Dann halt nochmal. Bams und Yassa! Wiedersehen. Man kommt aber echt, man kommt gerade so weg, wenn er sein Rhino Charge macht. So. Okay. Falsche Richtung. Oh, mach doch den Arm da weg. Ich will den anderen töten. Könnt ihr nicht liegen, damit ihr ohnehin schon tot seid. Bams. Ach, die überleben das ja. Moment mal, ich hab doch eine Blendgranate, oder? Huhn, du Sau! Super, das funktioniert. Ach, zisch dich. Zisch dich, Kollege. Du dich auch. Steht er wieder auf? Nein, jetzt nicht mehr. Bumm, 10er. Oh. Okay, das war die Dynamitstange, glaube ich. Mir fehlen eigentlich noch relativ viele Zeiten. Kommen hier noch Gegner jetzt irgendwie? Ich höre noch was. Von wo kommt das denn? Von oben? Also die Teile kommen von oben runtergeflogen. Demnach, ja, wahrscheinlich von oben. Hallo? Hallo, Kumpel. Ah, Dödelgegner. Ja, ich wurde beim letzten Mal gefragt, also mehr oder weniger gefragt, warum ich so wenig Dödelgegner hier in diesem Gebiet hier hatte. Aber ich glaube, das lag daran, weil ich Chris hatte und der halt öfter mal Genickbrecher gemacht hat. Ich glaube, ich muss echt wieder nach oben, oder? Was? Wo kam das denn her? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Du musst dafür büßen, dass da irgendwas angeflogen kam. Ich hätte eben erstmal gern den Bonus, ohne einen in die Fresse zu kriegen. Das wäre ganz lieb von euch. Bonus. Bonus. Oh, mein Gott. Was war das denn? Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Ich glaube, das ist alles nicht beabsichtigt. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn sich die Gegner hier nicht alle so selber raspeln würden. Ja, die meisten kommen hier irgendwie noch von oben. Gut, im Grunde macht die Sache einfacher, dass sich die Gegner hier so mehr oder weniger selber schnetzeln, aber ich weiß nicht, auch in der Mine, ich fand das irgendwie ein bisschen blöde. Und sowieso, wenn man Gammelei, oh, irgendwie Gammelei mitgenommen. Wer will Gammelei? Hallo? Willst du Gammelei? Nö, du rennst von mir weg. Friss Gammelei, du Scheiße. Du Sau. So. Nein. Nein. Za! Wer bewirft mich hier die ganze Zeit? Du oder was? Du hast Dynamit. Das war der Typ da hinten am Tisch, oder? Genau er hier. Ja, der jetzt nichts mehr in der Hand hat. Arschloch, verzieh dich. Ich glaube, ich könnte mal die letzten Zeiten mitnehmen. Wo ist noch einer? Oh, da hinten ist noch einer. Ernst du nicht. So. Dann nimm sie auch mit, Robert. Yassa. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da ganz hinten hin. Verdammte Scheiße. Da ist noch ein Bonus, aber ich glaube, der bringt mir gerade nichts. Hier ist aber noch zweimal Zeit. Einmal genau da. Und einmal da hinten unten. Das wären dann die letzten beiden Zeiten. Ey, Kumpel, ganz im Ernst, bis du hier bist. Was? Das Ding geht von alleine wieder aus? Hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja geil. Die Wukubule hier, sie ist sogar zu dämlich, sich die Dynamitstange anzuzünden. Das ist unglaublich. Wobei,
Sie brauchen auch nicht unbedingt Dynamitstangen, um zu sterben. Sind hier noch mehr? Hallo? Hier kommen gerade wieder welche. Bumm! Bumm! Hier spawnt jetzt wieder gerade eine ganze Ecke. Krieg ich den? Nee, das ist doch eine Ecke, oder? Doch, den habe ich gekriegt. Hätte ich es nicht erwartet. Oh, der Dynamit. Hätte ich es nicht erwartet. Ah! Bombs! Und was die Söldner Reunion angeht. Ich hab's mir bisher noch nicht geholt. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Auch wenn es so ein kleiner Spoiler wäre. Denn ich weiß ja nicht. Wie schon am Anfang der Aufnahme gesagt, soll ich es jetzt spielen oder nicht? Habt ihr noch Bock zu oder nicht? Ich habe mir schon so ein bisschen die Charaktere gespoilert und auch die Karten, weil es sind ja die... Ich will meine Kombo behalten. Es sind ja die gleichen Karten. Nur die Karten sind so leicht verändert, wie es mir vorkam. Du hast mit Sicherheit auch noch eine... nein, das tue ich nicht. Na, genau deswegen. Es wäre mit Sicherheit auch noch eine lustige Erfahrung. Das Einzige, was ich gesehen habe, das ist, dass man einen höheren Highscore bekommen kann. Sind hier noch irgendwelche Gegner, hallo? Ich glaube, ich habe jetzt alles leer geräumt. Dass man in die Söldner Reunion solo einen höheren Bonus, also höhere Maximalpunktzahl bekommen kann. Okay, ich glaube, ich habe hier mittlerweile alles aus dem Weg geräumt. Das finde ich so ein bisschen schade immer. Ich finde das hier halt unübersichtlich, wann, wie, wo welche Gegner spawnen. Ich höre nicht mal mehr Gegner. Laden wir erstmal nach aus lauter Verzweiflung. Nein, so wollte ich. Hallo? Ich habe noch 2 Minuten, verdammt. Okay, ich höre da irgendwas schreien, aber es ist weiter unten. Gegners, hallo? Ja, deswegen mag ich dieses Gebiet nicht. Weil man die Gegner hier teilweise echt suchen muss. Ich höre ein Roar. Wo ist Roar? Bist du der Letzte oder was? Bitte sag mir, dass du der Letzte bist. Au! Es war der Letzte. Au, heilige Scheiße. 250.000 Punkte. Dafür, dass ich eigentlich nur irgendwie kurios gespielt habe, finde ich, ist das eine geile Runde geworden. 150 besiegte Gegner, eine 32er-Kombo. Ja gut, ich gehe hier nicht auf Kombo. Es ist ja nicht wie in Randale mit Orbert, wo ich wirklich, wirklich auf Kombo gehe. Bei Randale auf Orbert, ich versuche ja mittlerweile wirklich schon eine 100er-Kombo minimal zu schaffen. Und natürlich bestenfalls eine 150er-Kombo. Aber das mache ich, wenn ich so normal spiele, normal die Söldner spiele, mache ich das natürlich nicht. Gut, aber wie dem auch sei, gehen wir jetzt mal ins Gefängnis. Und, wen nehmen wir da mal? Sheva, die normale Sheva? Nein, ich glaube, das ist immer noch unmöglich. Ich habe das Gefängnis geübt, aber ich finde ganz im Ernst, das ist sowas von dermaßen schwer mit der normalen Sheva, dort einen Doppel-S, überhaupt einen S-Rang zu bekommen. Ich würde sagen, nehmen wir Chris Stars, weil das dürfte noch einer der stärksten Charaktere sein, so abgesehen von den Allbots. Okay, you got us a chopper. Wunderbare Sache. Die Blendgranate nehme ich mal mit. Obwohl, er hat Blendgranate. Ich brauche keine Blendgranate. Egal. 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 Tons. Handgranate. Nee, die... Brauche ich die? Ich glaube, die brauche ich nicht. Was auch so ein bisschen ankotzt. Ich glaube, es waren 3 von den Samurais, die es hier gibt. Ich glaube, es gab hier 3 Samurais. Und mit Chris Stars, ich denke mal auch mit Chris Stars, aber mit Chris Safari und mit den Weskers. Da kriegt man hier noch so halbwegs tote Sinnesviecher. Aber mit der normalen Sheva ist das so übel schwer, die kaputt zu kriegen. Nicht, dass ich jemals zum dritten bereits gekommen wäre. Moment, was habe ich denn? Ach, er hat die Magnum, ich bin so dämlich. Verpiss dich, King Kong. Nee, ernsthaft, verpiss dich, King Kong. So. Er hat doch die Magnum, er hat doch die
okay, darüber sollte man sich so leichte Gedanken machen. Einmal noch, oder? Sag mal, willst du mich verarschen? Wie oft muss man auf dieses... Oh, oh, eieiei, ich wusste nicht, dass der genau da liegt. Wie oft muss man auf dieses Mistviech denn einschießen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Munitioni. Munitioni. Das will ich nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Ich hole mir erstmal die Zeit. Ich habe mich auch hier noch keine Route zurechtgelegt, wie ich am besten an Zeit komme. Aber ich glaube, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Und ich glaube zu wissen, wo die Zeiten hier sind. Zumindest, wenn ich mich jetzt so halbwegs zurechtgefunden habe. Genau, hier ist einmal eine Zeit. Da unten ist der Hühnerstall, da würde ich auch gerne hingehen. Ich habe bereits 20.000 Punkte. Und mit diesem Chris hier sollte es auch möglichst... Ach, nimm einfach die Blendgranate. Und mit diesem Chris sollte es auch einfacher sein, hier den Dicken kaputt zu kriegen. Ach, genau das, was ich brauche. Geile Scheiße. Vielleicht kommt jetzt wieder der Normale. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch die spawnen direkt nacheinander. Zumindest. Ja, ich bin hier, du Affe. Mach meine Kombo nicht kaputt. Ich glaube, die spawnen auch... da ist King Kong auf der anderen Seite der Tür. Das siehst du auch nicht so gerne. Oh, oh. Bums. Och, stirb doch. Danke. Also es ist wie so gesehen auf dem Schiffsdeck. Die Gegner, die spawnen hier so gesehen nacheinander, die Sondergegner. Einmal der Samurai und der Dicke. Ich glaube, es ist bald so. Oder halt in kurzer Reihenfolge nacheinander. Es gibt hier insgesamt 5. Es gibt hier doch 5, oder? Okay, kaputt. Ich glaube, es gab 3 Dicke. Also, nee, nicht 3 Dicke. Dance! Ach, das sind ja gar keine Blenden, das sind ja Elektrogranaten. Scheiße. Okay. Ja, man sollte sich vielleicht im Vorfeld Gedanken darüber machen, was man ja eigentlich für Waffen hat. Scheiße. Ja, aber wie ich gerade sagen wollte, ich glaube, es gibt hier 3 von den Samurais. Auf jeden Fall. Ach, das ist der andere, genau. Oh nein. Oh nein, dass die einzige scheiß Vokabule immer festhalten muss. Das hasse ich an der Dorf-Vokabule. Oh, oh, oh. Oh, okay. Okay, der steht nicht mehr auf, trotzdem. Ach, verpiss dich, du hältst gleich nur nochmal wieder fest. Ja, aber auch der normale Dicke, der Henker aus dem ersten, von der ersten Map, der hält ja auch mehr aus. Hier ist mein schöner 90er. Josh, das sehe ich nicht so. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Hier war auch nochmal irgendwo Zeit drin. Daran erinnere ich mich noch. Wow, habe ich ein gutes Erinnerungsvermögen. Hier ganz im Ernst, irgendwo gab es noch mal Zeit, oder war das hier oben? Ich glaube, es war eher hier. Oh, hör auf, dich hier wegzubewegen. Hör auf, auszuweichen, verdammt. Du auch. Du weichst nicht aus. Na gut, wärst du mal ausgewichen. Das hätte ich gerne. Hier irgendwo war noch Zeit drin. Hier ist Zeit drin. Danke. Ein weiterer 30er. Ich habe schon 38.000. 1000 Punkte und einen King Kong im Rücken. So. Bom, bom. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, der lebt noch, das weiß ich doch. Jetzt muss ich kurz überlegen, muss ich da reingehen oder muss ich hier weiterlaufen? Ich glaube halt, ich muss hier reingehen. Dann ist hier nochmal Zeit, ganz in der Nähe. Hier oder... Ja, genau dahinter. Wusste ich's doch. Zeit. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gehen wir mal hier weiter. Noch mehr Zeit. Geile Sache. Noch ein 30er. Dödelgegner. Oh, ein Stück weiter weg. Bums. Und? Bums. Okay, Dödelgegner lebt noch. Eieiei. Sag mal, habe ich damit gerade die Wand eingerissen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ganz oben ist noch ein 60er. Den habe ich noch nicht mitgenommen. Knox. Und hier war doch auch nochmal Zeit, ganz in der Nähe. Stomp it! War doch Zeit, oder? Ja, ihr merkt, ich bin mir total sicher, wo ich hin muss. Nee, da hinten, da war auf jeden Fall noch Zeit. Ich glaube sogar, die war genau hier drinnen, war die Zeit. Überhaupt gar nicht. Nee, auf der anderen Seite.
Ich muss ehrlich sagen, bisher spiele ich das Gefängnis noch nicht ganz so. Gerd. Eigentlich sollst du Genickbrecher machen. Mann, Chris. Ja, siehst du, das hast du damit angerichtet. Ja, siehst du, was du angerichtet hast, Chris? Hier macht eine Handgranate und dann siehst du, dass du hier wegkommst. Ja, ungefähr so, danke. Oh Mann, Mexikaner, stell dich doch nicht in den Weg und du hör auf wegzulaufen. Hallo? Arschloch. Ja, dann mach doch, was du willst. Hier war nochmal Zeit. Und irgendwie kann man auch ganz nach oben. Ganz nach oben war auch nochmal Zeit. Das Problem ist, meistens spawne ich ganz oben. Deswegen habe ich diese Zeit schon automatisch. Aber jetzt gerade ist das nicht der Fall. Bums. Ist alles tot? Ja, jetzt ist alles tot. So. Ach, das ist die falsche Seite. Verdammt, wie komme ich auf die andere Seite? Wieder zurück. Liegen bleiben. Ah, Moment, hier geht's hoch. Das ist doch wunderbar. Hier ist hier der Bonus? Nee, der Bonus ist hier nicht, aber hier ist die andere Seite. Ja, scheißegal, hier kommt man auch hoch. Ach nee, Moment, ich weiß sogar, wie ich an... Okay. Scheiße. Doof. Wie ich auf die andere Seite komme. Hier ist ein 60er und der andere 60er. Dazu müsste ich, glaube ich... hier lang. Erstmal hier runter. Ich habe 48.000 Punkte. Die Welt ist in Ordnung. Oh, das wäre so geil, wenn man diesen Tank jetzt verschießen könnte. Ich glaube, wenn da das dicke Mistviech nebenstehen würde, der hätte sich instantly erledigt. Ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen falsch. Kann das sein? Ja, auf den Finger auf mich zu zeigen, du Affe. Nehmen wir doch mal die Bandgranaten mit. Die können mir vielleicht doch noch so ein bisschen helfen. King Kong. Mann, dass hinter jeder Tür King Kong stehen muss. Das ist doch nicht mehr normal. Oh Gott, das ist auch nicht mehr normal. Manchmal wünschte ich, dieser Chris hätte Raketenwerfer. Nachladen? Okay, darüber sollte man sich auch mal so leicht Gedanken machen. Oh, lalalalala. Der Dödelgegner lebte immer noch. Das ist ja echt herzallerliebst. Okay, ich habe 65.000, 66.000 Punkte. Und eine Zeit, die mir noch fehlt. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich zu dieser verdammten Zeit komme. Okay. Zwei Zeiten, die mir noch fehlen. Einmal die. Und... Bums. Einmal die andere da, die irgendwo anders noch ist. Die. Bums. Bums. Eieieiei. Der steht, glaube ich, nicht mehr auf, der King Kong, oder? Oh mein Gott. Ah. Weg mit euch. Lasst das getrocknete Fleisch in Ruhe. Das ist mein getrocknetes Fleisch. Ah. Hört auf, so geil auf das getrocknete Fleisch zu sein. Ach, King Kong, verpiss dich von. Habe ich gerade gegen das Fleisch geschossen? Ich glaube, ja. Das will ich mitnehmen. Geh weg. Bums. So. Oh Mann, ihr nervt mich. Verpisst euch. Ich will doch nur noch die letzte Zeit haben. Aber umso mehr Gegner hier kommen, umso mehr verfranze ich mich hier. Eigentlich wollte ich ihn schlagen. Das war mein Bestreben. Ist er tot? Ja. Okay. Ja, auch gleich. Im Sinne von jetzt. Ich glaube, ich soll mal wieder so ein bisschen Munition einsammeln. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. King. Okay, aber ich habe einen zu wenig. Reicht das schon? Es reicht noch nicht. Das reicht aber. Also mit Pokébule wird hier echt nicht gespart, oder? Meine Fresse, rennt hier ein Scheiß rum, du. Das will ich mitnehmen. Trotzdem würde mich jetzt endlich mal interessieren, wie ich zu meiner verdammten Zeit komme. Ich gehe einfach mal hier oben hin. Wo bin ich dann? Bringt mir das was? Und dann hier durch? Hier ist ja auch nochmal Zeit, okay? Ich glaube, ich habe auch noch ein paar mehr Zeiten vergessen. Noch ein Stück weiter. Ich will doch nur meine Zeit haben, verdammt nochmal. Das ist ein 60er. Ich will mal verdammt 60er. Es ist hinter dieser Wand, oder? Er ist hinter dieser Wand hier, oder? Nein. Es ist da, wo die Tür ist. Macht doch irgendwo Sinn. Okay. Das wäre die letzte Zeit. Ich habe nur mittlerweile nicht mehr allzu viel Munition für irgendwas. Stompelt.
Ja, du kannst mir deine Schaufel leihen, obwohl das bringt mir auch nicht allzu viel. Munition? Lauf nicht so doof, verzieh dich. Runter mit dir.